Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal, also folgt gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 28.09.2019 und was hat gewonnen? Die Entscheidung. Der Bärschi. Das Bärschi hat gewonnen. Ja. Naja, klar, mit unseren zwei Votes. Von euch natürlich auch mitentschieden. Ja, ihr habt ja die Entscheidung getroffen. Und du bist ja auch ein Bär. Und ich bin ein Bär, muss ja das Bärschi gewinnen. Ja. Erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. So, dann wir fangen direkt mal an mit dem Überschall. Ne? Davon habe ich dann das Backbling. Jetzt nicht auf dem Account, aber ich habe hiervon auf jeden Fall das Backbling, diesen Killcounter. Der sieht mega geil aus. Der ist mega geil, den hast du auch immer noch drauf. Und ja, was gibt's denn? Ich gebe dem allein schon wegen dem Backbling, kriegt das Ding von mir auf jeden Fall schon mal eine 8 von 10. Ja, vom Aussehen, jetzt, wenn ich es vom Aussehen her bewerten würde, würde es auch 9 von 10 sogar bekommen. 9 von 10. Und der Backpack würde von mir 10 von 10 bekommen. Also ist eine Benotung von 9,5 von 10. 3,785 bei 51 Votes, das ist vom 17. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 49 Reminder. Ich durch die Styles durch, weil er hat ja 4 Stück. Hat Bumblebee ja. Hat er. Genau. Dann hat er hier irgendwie Wolf. Ah, okay, da hat er die Falke. Sehen nämlich schon ziemlich unterschiedlich aus. Ja. Zielsicher. Zielsicher, finde ich, ist einer der hässlichsten Gleiter des ganzen Spiels. Kriegt von mir 0 von 10. 0 von 10, ja. 2 von 5 bei 10 Votes am 17. April 2019 das erste Mal im Shop gewesen, seitdem 6 Mal und 3 Reminders. Dann habe ich das letzte Mal 0 von 10 gegeben. Ich weiß nicht, verstohlen schwarz. Oh, das ist geil, 10 von 10, das ist so richtig es schön. Es sieht richtig gut aus, kriegt von mir auch 9 von 10. 4,1 von 5 bei 16 Votes. Am 17. April 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 6 Mal und 17 Reminders. Wir klicken mal ganz kurz nochmal durch die Modelle durch. Ist dir übrigens aufgefallen, guck mal, also fällt Mac, dir was auf? Mac ist weg. Ja, Mac ist weg. Der Mac ist nicht mehr da drin. Das Mac, das der Mac könnte... ist nicht mehr im Game. Doch. Nein, weil hier, schau mal. Ja, der ist mit Sicherheit noch drin, aber für mich ist das ein eindeutiges Anzeichen, dass er rauskommt. Das wäre geil. Oder? Das wäre geil. Also, oder siehst du das nicht auch so? Ja, ich sehe es genau. Also das ist mir das letzte Mal beim letzten Video aufgefallen, so, what? Wo ist der Mac? So. Ich fällt einem direkt auf. Ja, dir ist es jetzt gar nicht aufgefallen am Anfang. Der Mac ist ja, ich habe ihn nicht... Ja. Ja. Also so. Übrigens, Leute, in 28.09. 6 Tagen, in 5 Tagen, kriege ich meine neue Grafikkarte. Und dann können auch wieder Videos kommen ohne Lags. Ich hoffe, dass dann die Lags wirklich weg ja, sind. Ja, müssen sie. Also nur mal zur Erklärung, das ist eine RTX 2060. Und die schafft, also dieses Modell, was ich mir kaufen gehe, das schafft ungefähr 350 FPS in Fortnite. Ja, ich hoffe jetzt mal auch bei den Replays oder so, dass dann auch dort die Lags weg sind. Schauen wir mal, wie das Ganze dann läuft. Ja gut, selbst bei, das habe ich jetzt erst gesehen, bei anderen YouTubern. Mhm. Die haben eine 2080 Ti und dann haben die trotzdem 40 FPS da drin. In der Wiederholung. In den Wiederholungen, ja. Ja, die Wiederholungen, keine Ahnung, was damit los ist, aber das ist nicht so toll. Okay. Ja. Also, verstohlenes Schwarz haben wir ja schon bewertet. Ja. Luftkampf. Luftkampf, 300 V-Bucks kostet das halt, finde ich jetzt nicht persönlich nicht so toll. Geht von mir 4 von 10. 3 von 10. 1,645 bei 11 Votes, das ist am 17. April 2019. Schon gewesen, 6 Mal und 4 Reminders. So, dann sind wir bei dem Set auch schon durch. Dann haben wir hier die Schädellinie. Jo. Und die Schädellinie für 1200 V-Bucks. Scully hat ja auch noch einen anderen Style. Den anderen Style finde ich persönlich besser in weiß. Ja, kriegt auch. Von mir 7 von 10. Von mir auch. 3,875 bei 77 Votes. Das ist am 14. Februar 2019 im Shop gewesen. Seitdem 8 Mal und 51 Reminders. Dann haben wir den Schädellines Spalter. Auch den in weiß finde ich besser. Auch den finde ich in weiß, aber ich finde ihn jetzt nicht so toll. Nee, also kriegt von mir 5 von 10. 6 von 10. 3,625 bei 26 Wurzeln. Das war am 14. Februar 2019 im Shop gewesen. Seitdem 8 mal 5 Reminders. Dann haben wir hier den Phoenix. Dazu haben wir sogar ein Gameplay. Ja, Disco Party, Party, Party. Dum, 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 dum. Okay. Gleich kommt's. Ich finde das Ding ziemlich witzig. Kriegt von mir 9 von 10. Von ich weiß, die Benotung ist, glaube ich, nicht so gut, aber... 3,955 bei 48 Boss, ja. Das war am 8. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 8 Mal und 120 Mal. Ist schon besser geworden sogar. Phoenix haben wir ein Gameplay dazu. Ja. Für 1200 V-Bucks jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. Phoenix Feldkommando kriegt von... Ich finde den cool, und der kriegt von mir 9 von 10. Von mir 10 von 10.
3,8755 bei 23 Wurst zum ersten Mal am 26. August 2019 im Shop gewesen. Seitdem so, dreimal. Mal bitte an den kurz Miners ran und dreh den mal ein bisschen, weil der sieht echt auch von hinten. Das sieht schon cool aus, das Teil. Okay. Mhm. Dann Eisbrecher O, 10 von 10. Verstehe ich nicht so wirklich, warum Leute, du so okay, toll okay, an pass auf, findest. Okay, ich erkläre es dir, okay? Ja, bitte. Also pass auf, das ist erstmal eine ziemlich kleine Picke. Okay. So, erstmal eine ziemlich kleine Picke, die siehst du nicht durch irgendwelche Boxen oder so. Also. Meistens nicht. Ah, okay. Dann bei der Picke ist halt so, die hört sich einfach, ja. Ich habe gerade den Sound nicht an, aber auf jeden Fall hört die sich gut an. Und dazu, sie ist nicht zu laut, sie ist nicht zu leise und sie ist klein. Okay, ich persönlich finde sie jetzt nicht so knallermäßig, kriegt von mir 6 von 10. 3,875 bei 55 Euro zum ersten Mal am 16. Januar 2018 im Shop gewesen, seit 36 Mal 116 Reminders. So. Showstopper. Ja, oh, ich bin jetzt froh, dass ich den Sound jetzt gerade nicht höre, weil sonst würde ich das wieder die nächsten Tage nicht aus dem Kopf rauskriegen. Ei, ei, ei. Ja, es ist schrecklich. Ehrlich, das ist so schrecklich, dieses Ding. Also jedes Mal, wenn das Teil im Shop ist, habe ich das 3 Tage lang in der Birne, ja, und summe da manchmal vor mir rum. Ja, das ist nicht so schlimm wie das. Für 500 V-Bucks, aber Showstopper kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Von mir auch. 4,2155 bei 39 Euro, zum ersten Mal am 17. Dezember 2018 im Shop gewesen, seitdem 8 Mal und 82 Reminders am Wasser gebaut. Ah. Ja, das ist einer meiner Lieblings-Emotes. Ja, den habe ich schon so oft selber gespielt. 10 von 10. 10 von 10, wirklich einer meiner Lieblings-Emotes. 4,255 bei 30 Euro, zum ersten Mal am 18. Juni 2018 im Shop gewesen, seitdem 13 Mal und 100 Reminders. Und jetzt kommen wir zum neuen Item, und zwar zum Berchi. Das Berchi, zeig mal die Styles jetzt. Jetzt sehen wir wenigstens auch mal die Styles hier. Können wir mal richtig in Ruhe mal durchklicken. Du hast ja auch für den Bär gewotet. Ich habe, ja, für unsere Community. Unsere Community hat sich den Bären gewünscht. Ja, ich habe auch für den Bären gewotet. Und zoom mal an den ran. Ich finde das Teil ja wirklich mega geil. Leute, ihr müsst euch überlegen, ich habe hier neben dran Waschbär sitzen. Ja, ganz ehrlich, es gibt ja den Berchi-Skin und ich finde den Berchi-Skin ganz, ganz schrecklich. Ja. Nein, das andere, das rosa Ding da, dieses original rosa Berchi da, das ist ja ganz, ganz schrecklich. Aber der ist cool hier, der gefällt mir. Deswegen, von mir ganz klar, habe ich ja gestern schon gesagt, 10 von 10. Von mir auch. No. Oh, das gibt noch keine Benotung, also genau nicht. Okay. Und dann würde ich sagen, wir bewerten den Shop. What do you think of this shop? Love it, it's meh, hate it. 531 love it, 529 ist mehr, 1584 hate it. Von mir bekommt er auf jeden Fall love it. Ja, eigentlich schon, ja. Also das ist super. Du hast die neue, super, die kleinen Happen hast du noch gar nicht bewertet. Die kleinen Happen. Die neuen Picken. Einmal ganz kurz aufs Werk. Dreh die mal bitte ganz kurz. Da den Burger, da den Tomato Head. Oh ja, den müssen wir noch die Benotung. Okay. Ja, wie viel gibst du denn der? Ich gebe dem 7 von 10. Findet ihr eigentlich 8 ganz von 10. Aus. 4 von 5 bei einem Vote. Okay. Und jetzt, wie gehe ich zum Shop? Also, das Set finde ich geil, außer den hier. Und den hier. Also, 2 Sachen davon sind schlecht. Die finde ich beide, die finde ich in Ordnung. Die finde ich jetzt nicht so toll. Die finde ich gut. Den finde ich gut. Gut. Das gibt ein Love It für mich. Ja, von meiner Seite auch ein ganz klares Love It. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert unseren YouTube-Kanal kostenlos und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, fordert den Shop mit uns beiden. Bis dahin, haut rein und tschüss.